Aber dann gehen wir mal ins Gästezimmer, würde ich sagen. Er habe das Gefäck mal mit einem Seil umwickelt, der Verschluss war aufgebrochen worden, vermutlich ein Diebe, wie er annahm. Er fragte sich, ob noch irgendetwas erhalten geblieben ist, als er daran dachte, wie durch viele Hände schon gegangen war. Bla bla bla. Da haben wir jetzt schon ziemlich... Ach, ja, gleich. Da mir in letzter Zeit ziemlich oft aufgefallen ist, dass relativ viele Views da sind, aber niemand irgendwas dazu schreibt, würde ich euch bitten, einfach mal einen Kommentar drunter zu setzen, wenn ihr das jetzt gesehen habt. Wenn es euch gefällt, einfach mal... kommentieren, bewerten, abonnieren. Ich höre gerade ein Kind schreien. Hier ist ein Hase. Liegt da oben was drauf? Nein. Eine Brechstange. Anscheinend war das hier unser altes Zimmer, bevor wir den Gedächtnisverlust hatten. So sieht es jedenfalls aus. Ja, das ist jetzt... Aber Wein, hoffe ich. Diesmal ist wirklich Wein. Zunderbüchse. Ziemlich viel Flaschen kaputte. Also es ist wirklich diesmal Wein. Klamotten auf dem Boden. Verbrannte Bücher, zerstörte Kisten. Ja, ziemlich verwüstet der ganze Raum. Genau 12.12 Uhr. Das wird wahrscheinlich auch nicht später werden. So geht's doch. Oh, was ist das? Scheiße, scheiße, scheiße. Versteck finden. So, jetzt einfach nur ruhig sein. Er wird uns nichts tun. Er wird uns ganz in Ruhe lassen, dieser elende Wichser. Bleib einfach da draußen. Kraul deine Eier und komm nicht hier in den Schrank. Es wird niemand im Schrank sein. Ich bin hier ganz alleine. Nur mit einem Kleiderhaken, der aussieht wie ein Hobel. Und dem Staub. Ist er weg?
Ja. Uiuiui. Ich dachte schon, wir werden erwischt wie in diesen blöden Kisten. Nichts drin. Ich habe den Maschinenraumschlüssel aufgehoben. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich damit machen soll. Ja. Ich würde sagen, wir gehen wieder mal. Und beenden hiermit das siebte Let's Play. Und ich freue mich aufs achte. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf das achte. Man hört's.